In jedes Menschen Gesichte steht seine Geschichte, sein Hassen und Lieben deutlich geschrieben. Sein innerstes Wesen, es tritt hier ans Licht, doch nicht jeder kann's lesen, verstehen jeder nicht. Mit den Worten von Friedrich von Bodenstedt begrüße ich Sie alle recht herzlich zum Vortrag hier im Albert-Schweitzer-Haus in Bonn-Bad Godesberg, zum Vortrag »Was das Gesicht verrät – Antlitzdiagnose und Schüsslersalze«. Die Antlitzdiagnose oder Antlitzdiagnostik wurde begründet von Kurt Hicketier. Und Kurt Hicketier wurde geboren am 22. Oktober 1891 in Nebra an der Unstrut und er starb am 2. Februar 1958 im Gelbachtal im Westerwald. Was ist Antlitzdiagnostik? Die Antlitzdiagnostik ist eine Methode zum Erkennen von Mineralstoffmängeln durch die Beschaffenheit der Gesichtshaut. Und sie wurde bereits von Dr. Wilhelm Schüssler erwähnt, aber erforscht wurde sie durch Kurt Hicketier. Schüssler erwähnte die Antlitzdiagnostik in seinem Buch »Eine abgekürzte Therapie« und erwähnte auch die Vorzüge der Antlitzdiagnostik aus therapeutischer Sicht, weil sie deutlich anzeigt, was dem Blut und Gewebe an Mineralstoffen seiner Biochemie, die wir ja heute als Schüsslersalze kennen, dann zu erkennen ist, eben durch die Beschaffenheit des Gesichtes. Und er selber beherrschte diese Antlitzdiagnostik nur intuitiv. Und er hat in seinem Buch keine Hinweise auf irgendein einziges, also antlitzdiagnostisches Merkmal gebracht. Aber man kann daraus erlesen, er beherrschte sie für sich, aber er konnte nicht beschreiben, wie. Aber Schüssler gab bekannt oder Empfehlungen heraus, wie man diese Antlitzdiagnose erlernen kann. Oder er sagt, studiert die Antlitzdiagnostik. Und da gab er auch ganz genau an, dass eben zum Studium der Antlitzdiagnostik man einem Probanden, also einem Menschen, der sich zur Verfügung stellt für dieses Experiment, nur ein einziges Schüsslersalz gibt über längere Zeit und dann eben schaut, wie der Körper und wie die Haut, wie das Antlitz reagiert, also die Haut des Antlitzes reagiert. Und wenn man dann verstanden hat, wie das funktioniert bei diesem einen Salz, welche Merkmale dort auftreten und die sich dann verändern zum Guten hin, dann geht man zum nächsten Mineralsalz über. Hicketier ist dann nach diesen Angaben von Schüssler vorgegangen und hat die Antlitzdiagnostik dann erforscht. Er brauchte dazu etwa 10 Jahre. So von etwa 1910 bis 1921, bis er dann mit seiner Antlitzdiagnose vor 102 Jahren dann an die Öffentlichkeit trat und das dort dann in Halle an der Saale eben an den Menschen dann zeigte und ausprobierte. Erfolgreich. Was bedeutet Antlitzdiagnose eigentlich? Dieses Wort besteht aus zwei Wörtern, Antlitz und Diagnose. Und Antlitz ist aus der
gehobenen deutschen Sprache der Begriff für das Angesicht. Und der Begriff Antlitz ist etwas, was aber in allen germanischen Sprachen vorkommt. Und etymologisch bedeutet Antlitz das Entgegenblickende. Und wir verwenden es dann für das Angesicht oder für das Gesicht. Und das Wort Diagnose stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus zwei griechischen Worten zusammen. Das erste ist dia, das heißt durch, und gnosis, das ist die Erkenntnis. Also ist die Antlitzdiagnose die Erkenntnis durch das Gesicht. Hiketier nannte seine Antlitzdiagnose Sonnenschau, was nichts anderes als Gesundheitsschau bedeuten soll. Es ist abgeleitet von dem Wort Sonne, unser Zentralgestirn, das uns praktisch mit seinem Licht und seiner Wärme praktisch auf dieser Erde oder auf dieser Erde praktisch sämtliches Leben ermöglicht. Und in der Mythologie unserer Vorfahren spielte die Sonne eine ganz zentrale Rolle und fand sich also auch in der Sprache wieder. So war dann in dem Wort Gesundheit oder in dem Wort Gesundheit ist bereits der Begriff Sonne auch enthalten. Im Niederländischen sagt man heute noch Gesundheit. Und deswegen ist die Sonnenschau die Gesundheitsschau nach Hiketier. Und Hiketier erklärte seine Antlitzdiagnose in einem einzigen Satz: Veränderungen auf der Haut sind Blüten innerer Zustände. Diesen Satz müssen wir uns mal genauer auf der Zunge zergehen lassen. Veränderungen auf der Haut sind Blüten innerer Zustände. Also auf der Haut spiegelt sich immer wieder, was im Inneren des Körpers abläuft. Ist der Mensch gesund, dann sind diese Blüten schön. Dann können wir sagen, dann erblüht die Schönheit des Menschen. Und sind aber im Körper etliche Veränderungen, die krankhaft sind, so sind die Blüten weniger schön. Aber man kann erkennen über die Antlitzdiagnose, was dem zugrunde liegt. Und wenn wir von Hiketier sprechen, sollten wir auch von Schüssler sprechen. Von Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler, der am 21. August 1821 in Bad Zwischenahn im Großherzogtum Oldenburg geboren wurde. Und er starb am 30. März 1898 in Oldenburg. Und was ist jetzt Schüsslers Biochemie? Er nannte seine Heilweise Biochemie, was nichts anderes als Chemie des Lebens bedeutet. Und Biochemie, dieser Begriff, stammt also auch aus dem Griechischen. Das erste Wort Bio, Bios heißt Leben, und Chemie, Chemia, ist die Lehre vom Aufbau, vom Verhalten und von der Umwandlung von Stoffen. Dieser Begriff hat sich aber so volkstumsmäßig nie wirklich durchsetzen können. Und es hat sich aber der Begriff Schüsslersalze etabliert.
Für mich persönlich ist es egal, ob man es Biochemie nennt oder Schüsslersalze. Für mich sind beide Begriffe gleichwertig. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, dass es ein eigenständiger Zweig der Naturheilkunde ist. Die Schüsslersalze sind also nicht ein Teil der Homöopathie, wie manche sagen oder glauben. Die Schüsslersalze sind ein eigenständiger Zweig, eine vollwertige Heilweise. Und im Original umfassen diese Schüsslersalze 11 Mineralsalze. Viele stutzen, wenn sie dann hören, 11, wieso, da gibt es auch 12 und dann gibt es auch noch 12 Ergänzungssalze und dann gibt es noch, wer weiß wie viele Zusatzmittel. Das hängt damit zusammen, dass hier Schüssler ordentlich missverstanden wurde. Er hatte anfangs 12 und hat dann erkannt, dass eins dieser 12 Mittel seine eigentlichen Auswahlkriterien nicht erfüllt. Und diese Auswahlkriterien sind folgende. Jedes dieser Schüsslersalze muss etwas neu bilden. Es muss aufbauen. Und jedes dieser Schüsslersalze muss das, was es aufgebaut hat, in Betrieb halten. Und jedes dieser Schüsslersalze muss das, was es aufgebaut hat und in Betrieb hält, auch entgiften, reinigen, also für die Ausscheidung zu sorgen. Also wir haben hier Aufbau, Betrieb und Reinigung, die jedes dieser 11 Schüsslersalze erfüllen muss. Und es gibt ja sehr, sehr viele Mineralstoffverbindungen. Und diese waren Schüssler alle bekannt, aber es gibt davon Mineralstoffe, die einen bauen etwas auf, aber sie erfüllen nicht die anderen beiden Bereiche, Betrieb und Reinigung. Und die einen entgiften, aber bauen nichts auf und halten nicht in Betrieb. Und er wollte wirklich so wenig wie möglich in seiner Heilweise haben, um alles abzudecken, was für Aufbau, Betrieb und Reinigung notwendig ist. Und Schüssler sagte, die im Blute und in den Geweben vertretenen anorganischen Stoffe genügen zur Heilung aller Krankheiten, welche überhaupt heilbar sind. Also er hatte ein großes Vertrauen in seine Heilweise gehabt. Kommen wir wieder zur Antlitzdiagnose zurück. Bei der Antlitzdiagnostik entdeckte Hickett hier insgesamt 24 antlitzdiagnostische Merkmale oder Anzeichen, die auf einen Mangel dieser 11 Schüsslersalze hinweisen. Und diese 24 Merkmale kann man in Gruppen einteilen. Und zwar einmal in die Gruppe der Färbungen, dann in die Gruppe der Glanzarten, also Glanz auf der Haut. Und das dritte sind die strukturellen Veränderungen. Und von diesen drei Gruppen sind die ersten beiden, die Färbungen und der Glanz, die wichtigsten Anzeichen. Und die strukturellen Veränderungen sind eher unwichtig, ja, oder weniger wichtig. Die strukturellen Merkmale, die fallen aber vielen Menschen sofort ins Auge und die sind aber gar nicht so wichtig. Glanz auf der Haut und Färbungen auf der Haut sind viel, viel wichtiger. Und schauen wir uns doch mal so die einzelnen Mineralsalze an, was wir hier für antlitzdiagnostische Anzeichen haben. Und ich werde heute im Rahmen dieses Vortrags nur die wichtigsten
antlitzdiagnostischen Anzeichen, mit denen wir im täglichen Leben am meisten zu tun haben, erwähnen. Es gibt einige, die sind exotisch, die seltener vorkommen. Die erwähne ich jetzt im Rahmen dieses Vortrags nicht. Und das erste antlitzdiagnostische Anzeichen bei Calciumfluoratum, was ich erwähnen möchte, sind Würfelfalten. Und da stutzen schon mal viele Menschen, weil wenn sie diese Bezeichnungen lesen, dann kommt direkt ein gewisses Verständnis auf, einfach deswegen, weil sie in unserer Muttersprache sind. Die sind nicht auf Englisch, auf Lateinisch oder auf Französisch. Nein, sie sind aus unserer Muttersprache, aus der deutschen Sprache, teilweise sogar aus dem Volksmund entlehnt. Und wir haben direkt eine gewisse Vorstellung, wenn wir diese Begriffe hören. Aber Würfel und Falten in einem Begriff, das ist etwas, was viele nicht so direkt verstehen. Da muss man was erklären. Und zwar sind Würfelfalten feine, fächerförmige Falten. Oder eigentlich sind es gar keine Falten, sondern eigentlich sind es sogar nur ganz winzige Fältchen, die man mit bloßem Auge nicht so einfach gleich wahrnehmen kann. Und diese Würfelfalten, da gibt es eine Zeichnung, die ich hier habe, sind also kleine Fältchen, die an der Innenseite der Nasenwurzel, dort wo das Oberlid und das Unterlid zusammentreffen, auf dieser Innenseite im inneren Augenwinkel, von dort ausgehend, haben wir ganz winzige Längsfältchen, die durch Querfältchen unterteilt sind und sich so unter dem Auge herziehen und auch das Gleiche über dem Auge. Und das ergibt dann so ein Gitternetz. Und fächerförmig, deswegen, weil es so aussieht, so fächerförmig wie ein Fächer, den man so ausbreiten kann und sich Luft zufächern kann. Und den kann man breiter und schmaler einstellen, so einen Fächer. Und diese Fächerfältchen sind dann durch Querfältchen unterteilt und die können sich dann so auf dem Unterlid vom inneren Augenwinkel her dann ausbreiten. Und dann gibt es ein zweites antlitzdiagnostisches Anzeichen, was wichtig ist, das nennt sich rötlich-schwärzlich. Das erstere, die Würfelfalten sind eine strukturelle Veränderung und das rötlich-schwärzlich ist eine rötlich-schwärzliche Verfärbung, gehört zu den Färbungen, der Gruppe der Färbungen. Und diese rötlich-schwärzliche Verfärbung kann man nicht gerade so den Modefarben zurechnen. Und das ist eine seltsame Farbe, die so rötlich bis schwärzlich variieren kann. Die kann auf verschiedene Arten variieren. Wir haben immer einen dunklen Rotton, der bis zu einem Schwarz variieren kann, aber dann nicht wirklich tief schwarz ist, sondern in dieser Schwarzton ist noch so ein Hauch Rot drin. Und diese rötlich-schwärzliche Verfärbung, die sich dann beim Calciumfluoratummangel zeigt, zeigt sich bei uns Europäern meistens genau dort, wo die Würfelfalten auftreten. Wenn Sie sich erinnern, hatte ich gesagt, die Würfelfalten sind eigentlich gar keine richtigen Falten, sondern eher Fältchen. Man muss wirklich ganz genau hinschauen. Und
Bei uns Europäern ist das total einfach, weil meistens tritt dort auch noch das rötlich-schwärzlich auch noch auf, und zwar genau dort, wo die Würfelfalten auftreten. In 99% aller Fälle ist das fast so. Und deswegen, diese Färbung sehen wir zuerst, und wenn wir das rötlich-schwärzlich sehen, diese dunkle Rot, dieser dunkle Rotton, der so einen Hauch ins Schwärzliche hat, oder dieses Schwärzliche, was noch so einen Hauch ins Rötliche hat, wenn wir das sehen, dann finden wir dort auch diese strukturelle Veränderung der Würfelfalten. Das wäre es zu dem antlitzdiagnostischen Teil dieses Mineralsalzes. Und Calciumfluoratum, ich möchte auch kurz über die Wirkung sprechen, wirkt hauptsächlich auf die elastischen Fasern im Körper. Es bildet Hornstoff, es ist für die Knochenhüllen wichtig und ein ganz wichtiger Bestandteil für das Gehirn und für die Nervenzellen. Calciumfluoratum baut auf Elastin, Hornstoff, und daraus sind Haare gebildet, Fingernägel, und dann ist Calciumfluoratum wichtig, um Muskelzellen aufzubauen, Sehnen und Bänder. Und dann hat Calciumfluoratum im Betrieb die Elastizität im Körper zu regeln, also die Beweglichkeit, das Ausdehnen und das Zusammenziehen von Zellen oder von Muskeln oder von Bändern, die dann eben beweglich und elastisch sein müssen. Und bei der Reinigung hat Calciumfluoratum dafür zu sorgen, Verhärtungen abzubauen, die in der Regel immer knochenhart oder steinhart und sehr starr sind. Und bei einem Mangel an Calciumfluoratum haben wir dann vor allen Dingen Verhärtungen, Schwielen, Hühneraugen, Warzen. Aber auch Neurodermitis kann auftreten. Raue Haut, die so rau ist wie ein Reibeisen. Da sagen viele immer, das ist trockene Haut. Nein, das ist keine trockene Haut. Wenn sie so wie Schmirgelpapier ist, dann liegt hier ein Mangel an Elastizität und Beweglichkeit der Hautschuppen vor. Und dann fehlt Calciumfluoratum. Auch rissige Haut kann da entstehen oder auch brüchige Fingernägel. Und dann kann dieser Mangel auch noch zum Beispiel die Knochenhaut befallen, kann dann dafür sorgen, dass sich die Knochenhaut entzündet oder dass dann die äußere Schicht der Zähne dann kariös wird, also sich Karies bildet. Und wenn der Mangel im Gehirn und im Nervensystem auftritt, dann haben wir Konzentrationsprobleme und auch Schwindel, der sich dann bei diesem Mangel aufzeigen kann. Dann gehen wir weiter zum nächsten Mineralsalz, zu Calcium Phosphoricum, und da haben wir als wichtigstes antlitzdiagnostisches Anzeichen das Anzeichen Wächsern. Wächsern ist ein Begriff, der dem Volksmund entlehnt wurde. Das ist ein jahrtausendalter Begriff in der deutschen und auch in den germanischen Sprachen. Und Wächsern beschreibt oder bezeichnet eine warme, wächserne Blässe. Heute bringen viele Menschen mit dem Wächsern einen Glanz in Verbindung. Nein, unsere Vorfahren meinten da keinen Glanz mit, sondern eine warme, wächserne Blässe. Und diese warme, wächserne Blässe ist ein Anzeichen,
war also eine Färbung, die in bestimmten Bereichen des Gesichtes auftritt. Niemals im ganzen Gesicht, sondern nur an 4 Stellen des Gesichtes. Also das ist ein Anzeichen, dass so eine Blässe zeigt. Blass, wenn wir das mal so beschreiben, ist ja etwas Helles, was dem Farbton Weiß vor allen Dingen hat. Oder der Blässe liegt immer der Farbton Weiß zugrunde. Aber dieser wächsernen Blässe, kann man sagen, ist dem weißen Ton so noch ein Hauch Gelb beigemischt, sodass man nicht das Gelb erkennt. Das macht dann das Weiß wärmer erscheinend. Und dadurch wirkt das Wächsern aus wie ein warmer Weißton und es tritt eben, wie schon gesagt, nur an 4 Stellen auf. Am häufigsten an der Unterseite der Nase, an den Nasenflügeln, der Nasenspitze und der Unterseite der Nase. Und im Volksmund gibt es so einen Begriff Naseweiß. Und jetzt überlegen Sie mal, was dieser Begriff eigentlich beinhaltet. Naseweise, das sind alles Menschen, die überall ihre Nase reinstecken müssen, die sehr wissbegierig sind, die sehr unruhig immer schauen müssen, was überall läuft. Und heute nennt man sowas ADHS oder Workaholic oder sonst wie. Und das wird dann gedämpft mit schweren Medikamenten. Und dann haben wir außer der Unterseite der Nase, das auch auf der Nasenwurzel, also hier, wo die Brille, der Kneifer so sitzt von der Brille, dann haben wir es im gesamten Bereich der Stirn, wo das Wächsern auftreten kann oder in Bereichen davon. Es muss nicht in der ganzen Stirn sichtbar sein. Und dann haben wir dann alles, was wir als Außenohr erkennen. Die Ohrmuschel und der Tragus, also hier um die Öffnung, wo der Gehörgang beginnt, dort haben wir das Wächsern. Hauptsächlich wirkt Calciumphosphoricum auf die Bildung des Eiweißes. Das ist also für die Eiweißsynthese wichtig und es wirkt auf den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der die Aufgabe hat, dass wir in die Ruhe kommen können, dass wir loslassen können, dass wir abschalten können. Das können Naseweise übrigens nicht. Und unsere Vorfahren haben das schon gesehen, dass diese Leute hier so komisch weiß um die Nase sind. Und die haben gewisse Eigenarten entwickelt. Sehr gut beobachtet. Die Antlitzdiagnose hat schon ihre Anfänge, die schon Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückliegen. Aber sie wurden erst von Hickettier erforscht. Aufzubauen hat Calciumphosphoricum Eiweiß. Es ist daher für die Zellneubildung wichtig, für die Knochenbildung, für die Blutbildung und für die Bildung der Abwehrstoffe. Und im Betrieb ist Calciumphosphoricum wichtig für die Immunisierung, für das Immunsystem. Dieses zu stärken, ist es für die Muskeltätigkeit wichtig, für die Beruhigung des Körpers. Und bei der Reinigung hat Calciumphosphoricum die Aufgabe, Eiweiß abzubauen. Und bei einem Mangel an Calciumphosphoricum haben wir innere Unruhe. Schlafstörungen,
Depressionen, Angst- und Panikattacken, wenn der Mangel sich weiter steigert, hoher Blutdruck, Herzjagen. Und es kann sich auch zum Beispiel eine Blutarmut zeigen und ein inneres Kältegefühl. Diese Menschen frieren eben immer, weil eben nicht genügend rote Blutkörperchen da sind, nicht genügend Hämoglobin. Und wenn nicht genügend Blutplättchen vorliegen, dann haben wir Blutgerinnungsstörungen, dass also Blutungen nicht zum Stillstand kommen können. Und dann ist auch der Mangel an Calcium Phosphoricum häufig auch eben der Erzeuger von Allergien jeglicher Art und auch Autoimmunerkrankungen. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 3, das Ferrum Phosphoricum. Und hier haben wir als erstes antlitzdiagnostisches Anzeichen eine Färbung, die sich Ferrumröte nennt. Und diese Ferrumröte ist eine hitzige Röte. Das heißt, eine hitzige Röte fühlt sich immer deutlich warm oder heiß an, wie ein örtliches Fieber. Und diese hitzige Röte zeigt sich eben sehr gerne auf den Wangen oder an den Ohren. Und da ist es auch charakteristisch, dass diese Röte einseitig auftreten kann. Also dass nur eine Wange oder ein Ohr, also auf einer, oft meistens auf der gleichen Seite, eben diese hitzige Röte aufweist. Und das ist ein deutliches Zeichen des Körpers, dass hier Ferrum Phosphoricum fehlt. Und wenn der Mangel weiter ansteigt, dann kann sich das auf der Stirn zeigen und dann kann diese hitzige Röte auch übers ganze Gesicht gehen. Aber diese Röte ist nur temporär. Die ist mal eine halbe Stunde, mal eine Dreiviertelstunde, mal vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden. In einem schweren Krankheitsfall kann sie auch mal einen Tag oder zwei Tage andauern. Aber im normalen Leben ist sie meistens nach einer halben Stunde wieder weg. Sie kommt ganz langsam, braucht, bis sie dann so langsam sichtbar wird und immer stärker wird, eine Viertelstunde und genauso, bis sie wieder verschwindet. Und diese zeigt dann immer einen akuten Mangel an Ferrum Phosphoricum an. Diese Ferrumröte sieht man sehr häufig, vor allen Dingen bei Kindern im Vorschulalter, weil diese die Eigenschaft haben, immer ihre Grenzen, ihre körperlichen Grenzen auszuloten. Wenn die vom Spielen, vom Toben nach Hause kommen, dann glühen die häufig mit Ferrumröte. Da sollte man denen dann auch Ferrum Phosphoricum geben, da nämlich sonst hier Probleme auftauchen. Über die Probleme sprechen wir gleich. Es gibt aber dann noch ein weiteres Merkmal, was sehr wichtig ist, was man dann bei erwachsenen Menschen viel häufiger erkennen kann. Das ist so ein sogenannter Schatten. Nennt sich Schatten. Und wenn man vom Schatten spricht, dann meint man nicht, dass der so ein bisschen spinnt hier oben. So ein Schatten ist nicht gemeint. Sondern das ist eine bläulich-schwärzliche Verfärbung, die sich praktisch in der Augenpartie zeigt. Und zwar an der Innenseite der Nasenwurzel ist das so wie ein Streifen, bläulich-schwärzlich, etwa 5 mm breit und kann sich dann unter dem ganzen Auge unten herumziehen. Also nicht ringsherum ums Auge, sondern praktisch vom inneren Augenwinkel zum äußeren Augenwinkel. Und diese bläulich-schwärzliche Verfärbung wird dann sehr häufig
in Verbindung mit den Augenbrauen dann wie Ringe um die Augen wahrgenommen, so dunkle Umrahmung der Augenpartie. Und da wird dann auch häufig gesagt, na ja, das sieht dann so aus, wie wenn die Augenpartie so optisch hohläugig wäre, wenn das so ringsherum geht. Es ist manchmal total interessant, aber dieser Ferrum-Schatten, also dieser Schatten bei diesem Ferrum-Phosphoricum-Mangel, der zeigt sich nur auf dem Unterlid, oder das heißt, besser gesagt, er ist an der Innenseite der Nasenwurzel und geht am unteren Rand des unteren Augenlidhofes, so an der Grenze zur Wange, läuft er entlang und kann dann bis zum äußeren Augenwinkel sich ziehen. Dieses Anzeichen sehen wir bei erwachsenen Menschen häufiger als bei Kindern. Der Schatten, der zeigt sich auch bei Kindern, und bei Kindern gibt es eine Besonderheit. Da springt der Schatten dann auch noch über die Nasenwurzel drüber. Und das sieht man dann in der gesamten Kindheit, also in der Lebensphase der Kindheit und der Jugend. Und erst wenn die Pubertät wirklich beendet ist, dann, und der Mensch wirklich dann im Erwachsenenalter ganz angekommen ist, dann sieht man diesen Schatten über der Nasenwurzel nicht mehr. Hauptsächlich wirkt Ferrum Phosphoricum auf die Sauerstoffversorgung. Es hat Sauerstoff zu transportieren im Blut und es regelt das erste Entzündungsstadium und ist für die Muskulatur wichtig. Aufzubauen hat Ferrum Phosphoricum Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff, der die Aufgabe hat, den Sauerstoff im Blut zu transportieren. Und es ist wichtig, um Muskelzellen aufzubauen und vor allen Dingen Ringfasern der Muskulatur zu bilden. Und im Betrieb ist Ferrum Phosphoricum ganz wichtig bei der Lungenatmung, also bei der äußeren Atmung, dort, wo der Sauerstoffaustausch stattfindet, wo aus der Lunge dann der Sauerstoff ins Blut übertragen wird, und Ferrum Phosphoricum ist dann verantwortlich für den Sauerstofftransport, und damit ist der Sauerstoff auch Energielieferant für sämtliche Zellen, weil ohne Sauerstoff kann keine Energie gewonnen werden, ist also daher das Lebensmittel Nummer 1 im Körper der Sauerstoff, weil wir können nur wenige Minuten ohne Sauerstoffzufuhr überleben. Und damit ist Ferrum Phosphoricum auch ein ganz wichtiges Mineralsalz für die Muskeltätigkeit und für die Infektabwehr. Und dann hat Ferrum Phosphoricum das Blut zu reinigen. Die Muskulatur und sämtliche anderen Gewebe müssen auch gereinigt werden. Und bei einem Mangel an Ferrum Phosphoricum haben wir vor allen Dingen akute entzündliche Prozesse, Infekte, Fieber. Und es ist so, dass Ferrum Phosphoricum Mangel dann bei solchen Zuständen mit bestimmten Schmerzzuständen in Verbindung zu bringen ist. Das sind klopfende, pochende Schmerzen. Und ein Mangel an Ferrum Phosphoricum führt auch zu einer Kraftlosigkeit und zu einem Energiemangel. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 4, das Kaliumchloratum. Und Kaliumchloratum hat ein wichtiges antlitzdiagnostisches Anzeichen, das nennt sich milchfarbig. Das milchfarbig ist also auch ein Begriff, der aus dem Volksmund entnommen ist. Das sind sogenannte Milchgesichter. Diese Gesichter haben auch eine Blässe, und zwar eine kalte, milchig-bläuliche Blässe. Das Gesicht sieht dann aus so wie Magermilch, so milchig-bläulich. Und dadurch wirkt sie kalt durch diesen Blaustich.
Und diese milchfarbige Färbung, diese milchig-bläuliche Färbung, die aussieht wie Magermilch, zeigt sich vor allen Dingen in der Augenpartie, oftmals auf dem Ober- und Unterlid sowie weiße Ringe um die Augen, sodass man das Gefühl hat, da war jemand in der Sonne und hat eine Sonnenbrille getragen. Nur diese Menschen können eine Sonnenbrille tragen oder nicht. Die sind einfach so weiß, so milchfarbig weiß. Und dann gibt es auch diese milchfarbige Färbung auch bei bestimmten Zuständen oder Krankheiten im sogenannten Nasolabialdreieck. Dort haben wir auch eine milchfarbige Verfärbung. Und es kann sich auch übers ganze Gesicht ziehen. Also Menschen, die so im Ganzen blass sind, haben meistens einen Kaliumchloratomangel. Aber das ist eine kalte Blässe. Das ist eine kalte Blässe, die dann so häufig so aussieht, als wenn das so durchscheinende Gesichter sind oder wie wenn das wie Alabaster ist. Alabaster ist ja Gips, ja. Und der hat also auch, wenn er geschliffen wird, wirkt er auch sehr durchscheinend und auch sehr kühl. Und Kaliumchloratum wirkt vor allen Dingen auf das zweite Entzündungsstadium. Es bildet Faserstoff und hat für das Drüsensystem und für das lymphatische System wie auch für das Immunsystem eine ganz wichtige Funktion. Es hat Faserstoffzellen aufzubauen, Nervenzellen, Muskelzellen, Bindegewebszellen. Es ist beim Drüsengewebe ganz wichtig oder dem Drüsenepithel, wie es auch genannt wird, und hat Lymphgewebe aufzubauen und ist auch bei der Bildung der Nieren ganz wichtig. Und selbst bei der Bildung der Haare spielt Kaliumchloratum eine wichtige Rolle. Da sind auch sehr viele Faserstoffzellen enthalten. Im Betrieb ist Kaliumchloratum wichtig, um chronische entzündliche Prozesse zur Abheilung zu bringen. Es ist wichtig für die Drüsentätigkeit, hat das hormonelle System zu regeln, den gesamten hormonellen Regelkreislauf, das lymphatische System. Es ist für die Nierentätigkeit wichtig und auch für das Abwehrsystem. Und bei der Reinigung ist Kaliumchloratum wichtig, um Harnsäure auszuscheiden, Harnstoff, Kreatinin, auch Cholesterin im Körper abzubauen und sämtliche Chemikalien zur Ausscheidung zu bringen, auch Arzneimittel und auch Chemikalien, die durch Impfungen in den Körper hineinkommen. Und bei einem Mangel an Kaliumchloratum treten vor allen Dingen Schwellungen auf, also Anschwellungen. Schwellungen oder Schwellung heißt im Lateinischen Tumor. Und Tumor wird bei uns ja meistens nur mit einer schlimmen Krankheit in Verbindung gebracht, aber sämtliche Schwellung wird als Tumor bezeichnet. Lymphstauungen gehören dazu, die durch einen Mangel an Kaliumchloratum entstehen und dann auch chronische Entzündungen. Dann haben wir Störungen im hormonellen System, die durch den Mangel entstehen, Nierenfunktionsstörungen, Leberfunktionsstörungen. Und wir haben auch eine Infektanfälligkeit, also eine Wirkung auf das Immunsystem. Und die kann sich dann bei einem Mangel dann auch so weit steigern, dass also auch Allergien entstehen können und auch Autoimmunerkrankungen.
Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 5, das Kaliumphosphoricum. Und Kaliumphosphoricum hat als wichtigstes antlitzdiagnostisches Anzeichen das Anzeichen Aschgrau. Dieser Begriff ist auch dem Volksmund entlehnt und bezeichnet eine aschgraue Färbung. Aber ich muss hier gleich vorwarnen. Das ist also dann kein Gesicht, was also wie in Asche eingetaucht wirkt oder aschgrau angemalt ist. Gibt es eigentlich auch ein Make-up, was aschgrau ist? Ich glaube nicht, ja, das sähe nicht so gut aus. Ja. Kommt auch im Gesicht gar nicht vor, in dieser Menge. Dieses Aschgrau zeigt sich nur an ganz bestimmten Stellen. Und zwar vor allen Dingen nur in einem ganz winzigen Bereich der Augenpartie. Und zwar nur auf dem Unterlid und zwar auf der äußeren Hälfte des unteren Augenlidhofes. Nur die äußere Hälfte. Und die ist dann auch nicht wie aschgrau angemalt, sondern die sieht so aus, als wenn die Haut dort mit Zigarrenasche bestäubt ist. Zigarrenasche, nicht Zigarettenasche. Zigarrenasche ist sehr fein, ist silbrig-grau, hat so einen ganz eigenartig silbrig-grauen Farbton. Und diese Hautpartie auf der äußeren Hälfte des unteren Augenlidhofes, also von den Wimpern, von dem Rand der Wimpern, so ein bisschen herunterziehend, eben auf dem unteren Augenlidhof, nicht in der Schläfenpartie oder sonst wo, sondern nur wirklich auf dem Unterlid, sieht das dann so aus, als sei das wie mit Zigarrenasche bestäubt. In ganz seltenen Fällen kann das dann auch noch auf der Oberlippe sich zeigen, aber, oder auch am Kinn, aber da darf man sich dann nicht durch Haare, die dort gerne wachsen, oder Bart dann in die Irre leiten lassen. Kommt aber heutzutage äußerst selten vor. Ich habe das im Bereich des Mundes und des Kinns und der Oberlippe bisher keine 10-mal in, ja, ich mache die Antlitzdiagnose, ich habe angefangen, die wirklich intensiv zu studieren im Jahr 1973. Wenn ich jetzt richtig rechne, müssten das dann 50 Jahre sein, dass ich mich damit beschäftige. Angefangen habe ich schon 3 Jahre vorher mit 15 meiner ersten Kurse. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, das wird mein Beruf. Ja. Und 3 Jahre später, wie ich mit der Schule fertig war, habe ich dann damit angefangen. Und ich bin heute noch sehr davon begeistert. Und es ist so einfach, die antlitzdiagnostischen Anzeichen im Gesicht zu lesen. Und dann weiß ich genau, was dem Menschen fehlt. Da brauche ich keine Apparaturen, keine Blutuntersuchungen oder sonst was. Das ist alles im Gesicht ablesbar. Kaliumphosphoricum wirkt hauptsächlich auf die Bildung des Lecithins. Es steuert den Sympathikus, den Teil des vegetativen Nervensystems, der vor allen Dingen für den Antrieb im Körper zuständig ist. Und es hat Fäulnis zu verhüten. Es hat aufzubauen Nervenzellen und Gehirnzellen. Es ist wichtig, um Muskelzellen zu bilden und Blutzellen. Und Kaliumphosphoricum spielt auch noch eine ganz wichtige Rolle bei der Bildung sämtlicher Zellmembranen, also bei allen Zellen. Es ist also auch in jedem
allen Zellen enthalten in gewisser Weise, aber bei den genannten Nerven, Gehirnzellen, Muskelzellen und auch Blutzellen, also damit sind die roten Blutkörperchen gemeint, dort ist Kaliumphosphoricum am stärksten vorhanden, am meisten vorhanden. Im Betrieb ist es wichtig für die Anregung der Muskulatur. Es ist ein Antriebsmittel, es ist lebengebend. Und zu reinigen hat Kaliumphosphoricum Ermüdungsgifte, Fäulnisgifte, hat Alkohol abzubauen und Drogen abzubauen. Und da hat es dann heute auch manchmal eine ganze Menge Arbeit damit. Bei einem Mangel an Kaliumphosphoricum haben wir eine generelle Antriebslosigkeit, Herzschwäche, Lähmungen. Fäulniszustände können sich dann zeigen, Sepsis und auch hohes Fieber. Wenn Fieber 39 Grad Celsius übersteigt, dann besteht ein ganz großer Verdacht, dass hier ein Mangel an Kaliumphosphoricum vorliegt. Auch bei der Gedächtnisschwäche und auch bei der Demenz sollten wir vielleicht an Kaliumphosphoricum denken und auch beim niedrigen Blutdruck. Aber da finden wir dann meistens auch eben dieses antlitzdiagnostische Anzeichen. Und nur wenn das auftritt bei solchen Anzeichen, dann geben wir auch Kaliumphosphoricum. Das nächste Mineralsalz ist dann Kaliumsulfuricum, die Nummer 6. Und Kaliumsulfuricum hat als antlitzdiagnostisches Anzeichen braungelb. Und braungelb ist also auch eine Färbung und ist eine bräunlich-gelbliche Tönung oder man kann sagen auch eine ockerfarbige Verfärbung. Also es ist ein bräunlich-gelblicher Farbton. Und dieses bräunlich-gelbliche kann sich auch im ganzen Gesicht zeigen, zeigt sich aber in der Regel nur an ganz bestimmten Bereichen am liebsten. Einmal haben wir auch hier so wie braungelbe Augenringe um die Augen oder eine sogenannte A-Form, wie ein Buchstabe A von der Nasenwurzel bis zum Kinn herablaufend. Und dieses Braungelb ist eben ein bräunlicher Ockerton und kann sich eben je nach Hautfarbe, eben wenn wir ein etwas dunklere Farbe haben. Also allein bei uns in Europa ist es so, da haben wir ja mehr so Menschen, die ursprünglich im Norden in Skandinavien lebten, die sehr hellhäutig waren und so im Mittelmeerraum eher so mehr dunkelhäutigere, also brünettere Menschen. Und da wirkt das Braungelb unterschiedlich. Bei eher nordisch angehauchten Menschen wirkt dann das Braungelb wie ein gelblicher Ockerton. Und bei den mehr südländischeren Europäern wirkt es eben wie ein bräunlicher Ockerton. Aber da es diese hellhäutigen Menschen auch in Südeuropa gibt, durch die Völkerwanderung in Europa, haben sich so manche Völker ja doch ein bisschen sehr durchmischt. Und dann findet man also auch gewisse in Südeuropa auch manchmal sehr hellhäutige Menschen. Von der Wirkung her ist Kaliumsulfuricum vor allen Dingen wichtig, um Deckgewebe zu bilden, also Oberhaut zum Beispiel. Und es ist für die Sauerstoffversorgung wichtig und hat das dritte Entzündungsstadium zu regeln. Und
Es ist wichtig für die Muskulatur. Es hat aufzubauen Oberhaut, also die Epidermis, und auch Zellmembranen. Bei der Epidermis spielen also auch zum Beispiel die Schleimhäute eine Rolle. Und im Betrieb ist Kaliumsulfuricum wichtig für die Zellatmung und auch für den Zellstoffwechsel und auch für das Immunsystem, um das zu stärken. Und bei der Reinigung ist Kaliumsulfuricum wichtig für die Zellreinigung und für die Leberfunktion und die Nierenfunktion. Das sind also die Dinge, die bei Aufbau, Betrieb und Reinigung wichtig sind. Bei einem Mangel an Kaliumsulfuricum haben wir vor allen Dingen mit Hautjucken zu tun, mit Ekzemen, Neurodermitis, Psoriasis, also Schuppenflechte, kann daraus entstehen. Und wir haben einen typischen Schmerz, der durch Kaliumsulfuricum-Mangel entsteht. Das ist ein Druckschmerz und wie ein Katergefühl. Das sind wandernde Schmerzen und Migräne. Also so wandernder Druck im Bauchraum, Völlegefühle. Also all das ist typisch für Kaliumsulfuricum-Mangel. Und dann sehen wir auch dieses Braun-Gelb überall. Und dadurch entstehen dann auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dass man dann zum Beispiel keinen Kohl verträgt oder keinen Zwiebeln. Dann haben wir Blähsucht bis hin zur Übelkeit. Und normalerweise hat Kaliumsulfuricum entzündliche Prozesse auszuheilen. Aber bei einem Mangel können dann Katarrhe und Infekte also nicht zur Ausheilung kommen und die werden dann immer weitergeführt. Das sind so chronisch rezidivierende entzündliche Prozesse, die dann auch teilweise in Allergien enden. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 7, das Magnesiumphosphoricum. Und Magnesiumphosphoricum hat ein wichtiges antlitzdiagnostisches Anzeichen. Das ist die Magnesiaröte. Und die Magnesiaröte ist eine zarte Röte. Eine zarte Röte, die übers ganze Gesicht sich zeigen kann. Sie ist zart, sie ist also nicht stark und sie kann dauerhaft auftreten. Und sie zeigt sich so im klassischen Fall so als Magnesiaröte, als diese zarte Röte eben auf den Wangen und kann sich dann von dort aus über das ganze Gesicht ausbreiten. Sie ist zart, ja. Und sie wird sehr häufig mit einer gesunden Röte verwechselt, weil es heutzutage eine gesunde Röte überhaupt nicht mehr gibt. Und die Menschen das heutzutage meistens mit einer gesunden Röte verwechseln. Sobald jemand irgendwie rot ist, meinen viele, ach, der ist doch gesund. Es gibt aber etwas Charakteristisches, dass diese zarte Röte sich dann bei Beanspruchung des zentralen Nervensystems, also wenn das überfordert wird, also bei Stress zum Beispiel, dann eben sich intensivieren kann. Also bei Gemütsveränderungen, zum Beispiel bei Zorn. Dann werden die Gesichter hochrot oder bei Verlegenheit. Haben Sie da schon mal so in Erinnerung, wie das ist, wenn jemand verlegen wird und knallrot wird für einen Moment und so schnell wie er rot wird, auch wieder diese Röte verzieht? Das ist Magnesiaröte. Oder beim Lachen haben wir die gleiche
Sogar beim Weinen kann diese Röte entstehen. Und diesen Menschen kann man dann auch bei diesen Gemütszuständen mit Magnesium, Phosphoricum unterstützend helfen. Da denken viele immer, ja, das sind doch Gemütszustände, ist doch schön, wenn die Menschen Gemüt haben. Was ist da so als Mangel dran zu sehen? Stellen Sie sich mal vor, Sie gehören zu den Menschen, die ganz schnell bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten Verlegenheitsröte im Gesicht zeigen. Sie sorgen für allgemeine Erheiterung ihrer Mitmenschen, aber selber leiden sie darunter. Wer mit so etwas zu tun hat, weiß, wovon ich rede. Und diesen Menschen kann ich nur empfehlen, nehmen Sie Magnesium Phosphoricum und Sie werden sich wundern, Sie werden mit der Zeit stressresistenter und nicht mehr in allen Situationen so rot oder überhaupt noch rot anlaufen. Das heißt nicht, dass die Menschen abgebrüht werden oder schlechten Charakter entwickeln, weil sie kein Gemüt und Gefühl mehr zeigen. Das ist alles Gefühlsduselei, was da hier hineingebracht wird, wenn Menschen das glauben. Nein, das sind harte Fakten, die der Körper über die Antlitzdiagnose nach außen signalisiert. Und wir sollten lernen, sie wachsam zu berücksichtigen und auch entsprechend zu handeln. Magnesium Phosphoricum wirkt hauptsächlich auf das Nervensystem. Es hat die Muskulatur zu regeln, die Tätigkeit der Muskulatur. Es wirkt auf das gesamte Drüsensystem, auf die Knochen und auf den Stoffwechsel und auf das Immunsystem. All diese Bereiche sind sehr eng vernetzt mit dem Nervensystem und deswegen, da Magnesium Phosphoricum vor allen Dingen auf das Nervensystem wirkt, hat es mit auch auf all diese anderen Organfunktionen einen ganz wichtigen Einfluss. Es hat aufzubauen Nervenzellen und es ist für die Bildung der Knochenhüllen und auch zur Härtung des Zahnschmelzes wichtig, den zu festigen. Und im Betrieb hat Magnesium Phosphoricum die ungewollte Tätigkeit zu regeln. Das heißt, es hat die Peristaltik im Darm zu regeln und auch den ganzen Stoffwechsel zu regeln, auch das Abwehrsystem, also das Immunsystem und die gesamte Drüsentätigkeit. Und wenn wir von der Drüsentätigkeit sprechen, gehört dazu auch der gesamte hormonelle Regelkreislauf mit dazu. Und im Bereich der Reinigung hat Magnesium Phosphoricum vor allen Dingen Gase zur Ausscheidung zu bringen. Vor allen Dingen Fäulnisgase, Ammoniak, Stickstoff. Und bei einem Mangel an Magnesium Phosphoricum haben wir vor allen Dingen eine motorische Unruhe. Also das sind die Menschen, die man generell als Zappel-Philipp bezeichnet, die nicht ruhig sitzen bleiben können, die immer was zu tun haben müssen, die zum Beispiel, wenn sie einen Kugelschreiber in der Hand haben, den immer reindrücken und rausdrücken und so ihr ganzes Umfeld nerven. Oder wenn sie einen Kugelschreiber in der Hand haben und dann ein Stück Papier vor sich haben, dann ständig am Malen sind irgendwie, während sie am Telefonieren sind oder sonst was machen. Dann Schlafstörungen oder das Restless-Legs-Syndrom, dass die Beine von selber weglaufen wollen, ist auch typisch für Magnesium-Phosphoricum-Mangel. Oder Herz-Kreislauf-Störungen, Drüsenstörungen, vegetative Dystonie. Fällt also alles unter Magnesium-Phosphoricum-Mangel.
und auch die Wallungen der Wechseljahre. Und übrigens, Wallungen der Wechseljahre sind nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei Männern zu sehen, die dann so plötzlich so das Gefühl haben, sie werden knallrot. Ja, das ist Magnesium-Phosphorikum-Mangel. Und übrigens, diese Wallungen haben viele Menschen in der Pubertät, egal ob männlich oder weiblich. Die Pubertät sind auch nichts anderes als Wechseljahre. Da findet auch ein Wechsel statt. Und hier können dann auch eben Mängel besonders auftreten wie Magnesium-Phosphorikum-Mangel. Und da kann man dieses dann sehr günstig mit diesem Mineralsalz dann auch noch begleiten und unterstützen. Bei Mangel können wir auch Blähungen haben und vor allen Dingen ziehende, stechende, krampfartige Schmerzen. Egal wo, ob das am Herzen ist oder im Bauchraum oder bei einer Migräne, immer liegt Magnesium-Phosphorikum-Mangel vor. Und das nächste Mineralsalz ist die Nummer 8, das Natriumchloratum. Und bei Natriumchloratum haben wir zwei antlitzdiagnostische Anzeichen, die am wichtigsten sind. Das erste ist der Gelatineglanz. Und der Gelatineglanz ist ein feuchter Glanz. Der sieht also feucht aus, so wie Gelatine, die, wenn man die zum Beispiel als Gelatine kauft und dann mit ein bisschen Wasser anrührt, dann ist das so etwas schleimig feucht. Wenn Sie einen Garten haben und dort mit Schneckenplagen zu tun haben im Sommer, dann kennen Sie diese frischen Schneckenspuren, nicht die eingetrockneten, sondern die frischen Schneckenspuren, das ähnelt dem Gelatineglanz. Das sieht aus wie frischer Schneckenschleim. Und dieser Gelatineglanz kann im ganzen Gesicht auftreten, hat aber einen Bereich, wo er besonders gerne auftritt. Das ist die Augenpartie, also Oberlid und Unterlid. Und auf dem Oberlid und Unterlid, da ist, wenn dort Glanz auftritt, ist es immer Gelatineglanz, ein feucht glänzender Glanz. Und dieser Glanz ist keine spiegelblanke Fläche, ist nicht gespannt, sondern man kann die Beschaffenheit der Haut erkennen. Und etwas ist charakteristisch für den Gelatineglanz, den kann man wegwischen. Wenn man dann ein Taschentuch nimmt und dann über das Oberlid oder Unterlid richtig reibt, kann man den wegreiben und dann ist das trocken und matt. Macht man aber nicht. Bei der Antlitzdiagnose fasst man die Menschen nicht an. Aber wenn man mal die Möglichkeit hat, kann man das mal selber prüfen, wenn man sich nicht sicher ist. Aber dieser Gelatineglanz tritt einzig und zuerst in der Augenpartie auf. Und er kann sich dann auch noch weiter übers ganze Gesicht ausbreiten. Aber er beginnt in der Augenpartie auf Ober- und Unterlidern und ist auch nur dort alleine, wenn auch andere Glanzarten auftreten, nur dort zu finden. Das zweite antlitzdiagnostische Anzeichen nennt sich Gedunsen. Und Gedunsen hat nichts mit einem aufgedunsenen Gesicht zu tun, sondern da sind die Poren vergrößert. Wir haben erweiterte Poren. Das sind Poren, deren Rand praktisch aufgequollen ist. Eine Pore ist ja eine Öffnung in der Haut, die ja eigentlich nicht wirklich sichtbar ist. Aber bei einem Mangel an Natriumchloratum quillt dieser Rand der Pore auf und dann wird die Pore deutlich sichtbar und dann wirkt die Pore so wie die Oberflächenbeschaffenheit einer Zitronenschale, so großporig.
Und Natriumchloratum hat hauptsächlich seinen Einfluss auf den Wasser- und Säftehaushalt des Körpers. Es hat Schleimstoff zu bilden. Mucin ist zur Regelung des Säure-Basen-Haushaltes wichtig und es bildet Knorpelgewebe und ist überhaupt für den Zustand der Gelenke auch ganz wichtig. Es hat Mucin, also Schleimstoff, aufzubauen. Und Schleimstoff ist die Hauptgrundlage zur Bildung neuer Zellen. Es bildet nämlich das Protoplasma. Und mit der Zellneubildung ist auch verbunden die Blutbildung und auch die Bildung von Schleimhaut und Gelenkschmiere. Im Betrieb ist Natriumchloratum wichtig, den Wasserhaushalt zu regulieren, den Säftehaushalt, also den Verdauungssäftehaushalt oder andere Säfte, wie sind zum Beispiel Schweiß oder Tränenflüssigkeit. Diese werden auch mit Hilfe von Natriumchloratum gebildet. Und dann ist es noch wichtig für die Steuerung des Säure-Basen-Haushaltes. Und bei der Reinigung hat eben Natriumchloratum die Aufgabe, Metalle zur Ausscheidung zu bringen. Also Leichtmetalle, Schwermetalle, Edelmetalle, all das gehört nicht in den Körper hinein. Also Aluminium, Arsen, Blei, Quecksilber, Nikotin, auch Alkohol wird abgebaut mit Hilfe von Natriumchloratum und Drogen. Und bei einem Mangel an Natriumchloratum haben wir Störungen im Wasser- und Säftehaushalt. Das kann sich dann zeigen, dass wir einen trockenen Mund haben oder eingetrocknete Schleimhäute oder dass dann zu viel Flüssigkeit gebildet wird, dann zum Beispiel ein Fließschnupfen sich zeigt, da wird dann minderwertige Säfte werden dann gebildet, die dann praktisch die Haut dann da, wenn sie damit öfters in Berührung kommen, dann regelrecht verbrennen oder verätzen können. Auch tritt bei einem Mangel Reizmagen, Reizdarm, Sodbrennen auf. Und das kann also eben zu Verdauungsstörungen führen bis hin zum Durchfall. Und dann haben wir typische Schmerzen bei einem Mangel an Natriumchloratum. Und zwar sind das brennende Schmerzen. Egal wo, ob jetzt die Zunge brennt oder die Haut brennt oder wir haben eine Trigeminusneuralgie, die auch brennend sein kann oder eben Neuralgien. Alles brennender Art. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 9, das Natriumphosphoricum. Und hier haben wir ein antlitzdiagnostisches Anzeichen, was sich Fettglanz nennt. Und das ist ein fettiger Glanz. Das sieht so aus, wenn die Haut eingefettet wurde mit einer Speckschwarte oder mit Butter oder mit Olivenöl. Das ist so ein ganz eigenartiger, fettiger Anschein der Haut. Und dieser Fettglanz kann sich im ganzen Gesicht zeigen, nicht im ganzen Gesicht. Er beginnt an den äußeren Nasenflügeln, also in der Nasenpartie, und breitet sich dann über den gesamten Nasenrücken und die Nase aus und kann dann auf die Wangen übergehen und sich auch in der Stirnpartie und in der Mundpartie zeigen. Aber beginnen tut der Fettglanz an den äußeren Nasenflügeln und kann sich dann über die ganze Nase ausbreiten. Der Fettglanz ist auch wegwischbar. Aber der braucht viele Stunden, um sich zu regenerieren. Und dann ist die Haut dann stumpf. Bei der Nummer 8 haben wir den Gelatineglanz gehabt.
Da regeneriert sich der Glanz sehr schnell, der ist nach einer Viertelstunde wieder da. Aber bei der Nummer 9, dem Fettglanz, braucht er Stunden, einen halben Tag oder sogar länger, bis er sich wieder regeneriert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man zu einer Antlitzdiagnose grundsätzlich ungekrämt und ungeschminkt erscheint, sodass die Haut im Naturzustand ist. Ein weiteres antlitzdiagnostisches Anzeichen sind Mitesser. Und Mitesser sind Poren, die mit harnsaurem Fett verstopft sind und dann eben dunkle Punkte zeigen, die Stecknadelspitzen groß sind und sich meistens auf der Nase zeigen. Und sie können sich auch in den Mundwinkeln und auch der Stirn zeigen, aber nie in der Augenpartie. Und diese Mitesser haben ihre Ursache im Natriumphosphorikummangel. Natriumphosphorikum wirkt hauptsächlich als Säuretilger. Es hat Fettsäuren zu tilgen, Kohlensäure, Milchsäure, Harnsäure und hat vor allen Dingen aufzubauen, rote Blutkörperchen, ist für die Bildung der Nerven- und Gehirnzellen verantwortlich, insbesondere für die weiße Gehirnsubstanz, also die Substantia alba. Und dann ist Natriumphosphoricum wichtig, um auch Muskelzellen aufzubauen und ist für die Produktion der Galle von besonderer Bedeutung und auch für den Aufbau des Säureschutzmantels der Haut. Im Betrieb kann man sagen, ist Natriumphosphoricum wichtig für den Fettstoffwechsel, also für die Verdauung von Fetten. Es spielt bei dem Zitronensäurezyklus eine ganz wichtige Rolle. Das ist also für den energetischen Haushalt von besonderer Bedeutung, für die Muskeltätigkeit und auch für die Nerventätigkeit. Und Natriumphosphoricum hat vor allen Dingen zu reinigen das Blut und das Interstitium, also den Zwischenzellbereich, von allen überschüssigen Säuren wie Harnsäure, was dann sich als Eiter abgebaut wird, und dann überschüssige Milchsäure wird abgebaut, die sich vor allen Dingen in der Muskulatur zeigen kann oder auch im Verdauungstrakt. Und bei einem Mangel an Natriumphosphoricum haben wir zu tun mit überschüssiger Harnsäure, die dann eben zu Eiterbildung führt, zu Akne in der Pubertät, zu Neuralgien. Und ein Mangel an Natriumphosphoricum führt auch zu Störungen im Fettstoffwechsel, also auch zur Fettsucht und kann dann Verdauungsstörungen verursachen und hier große Störungen dann verursachen, fettige Haut und auch fettige Haare. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 10, das Natriumsulfuricum. Und Natriumsulfuricum hat als erstes antlitzdiagnostisches Anzeichen die Färbung grünlich-gelb. Und grünlich-gelb ist eine schwefelgelbe Verfärbung. Diese Färbung kommt aber nicht sehr häufig bei frei herumlaufenden Menschen vor, sondern nur dann, wenn ganz schwere Krankheiten vorliegen. Diese Menschen liegen dann sehr schnell oder kommen dann sehr schnell auf Isolier- oder Intensivstationen. Also es wird dann sehr häufig dramatisch. Und diese grünlich-gelbliche Färbung beginnt meistens im äußeren Stirnbereich und in der Schläfenpartie, also so seitlich oberhalb und seitlich von den Augen.
Und von dort aus breitet sich diese grünlich-gelbe Verfärbung über das ganze Gesicht aus. Und diese grünlich-gelbe Verfärbung ist immer oder fast immer mit einem dramatischen Krankheitsgeschehen verbunden. Und wenn es auch selten vorkommt, erwähne ich es hier, weil wenn es vorkommt, braucht es schnelle Hilfe. Und da kann man manchmal, wenn man das im Frühstadium erkennt, also dann auch Schlimmstes abwenden, sodass das auch sehr schnell wieder zu einer Genesung kommt, ohne dass man auf Isolier- oder Intensivstationen landen muss. Weil der Körper dann damit selber fertig wird. Bei frei herumlaufenden Menschen haben wir dann ein anderes Anzeichen. Das ist die entzündliche Röte. Und dieser Begriff entzündliche Röte ist etwas verwirrend für viele, weil viele stellen sich da eine Entzündung vor. Und mit der entzündlichen Röte meinte Hiketier aber keine Entzündung, sondern eine bläulich-rötliche Verfärbung, wie sie häufig so bei Furunkeln, die ja eine Entzündung sind, dann auftreten, so wenn der Hof eines Furunkels so bläulich-rot ist, dann sieht das eben ähnlich aus. Nur, dass wir hier dann keine Entzündung haben. Aber diese bläulich-rötliche Verfärbung haben wir auch zum Beispiel in gleichem Maße bei Erfrierungen. Und wenn Hiketier vielleicht mehr mit Erfrierungen zu tun gehabt hätte, hätte er vielleicht dieses Anzeichen anders benannt. Nun haben wir die Bezeichnung entzündliche Röte, aber wir wissen, es ist keine Entzündung, es ist daher nicht heiß und es ist eine bläulich-rötliche Verfärbung und sie beginnt auch nur meistens in der Nasenpartie. Sie beginnt auf der Nasenspitze und breitet sich dann meistens über den Nasenrücken aus. Und dann kann sie sich in bestimmten Fällen auch noch auf die Wangen ausbreiten. Und diese blau-rote Röte auf der Nasenspitze oder Nase, die nennt man im Volksmund Schnapsnase oder Säufernase. Oder wenn es auf den Wangen sind, ist es die Schnapsbacke. Oder es gibt dann zum Beispiel eine Weingegend, zum Beispiel um den Kaiserstuhl im Süddeutschland, im Südwesten. Dort gibt es auch diese blau-rote Röte, dort nennt man sie dann Kaiserstühler Gesichtsrose. Und da sieht man, dass der Volksmund hier diese Verfärbung oder dieses antlitzdiagnostische Anzeichen mit Alkoholmissbrauch in Verbindung bringt. Das kann durch Alkoholmissbrauch entstehen, vor allen Dingen, wenn regelmäßig in großen Mengen Wein getrunken wird, täglich in großen Mengen. Und das ist sehr häufig berufsmäßig in Winzerfamilien so. Und da findet man diese blau-rote Röte. Früher hat man die bei Mönchen gefunden und es gibt alte Gemälde von Mönchen, die so ein Weinfass, also im Weinkeller sind und dann auch diese blau-rote Nase haben, wo das sehr deutlich dann festgestellt wurde. Aber es gibt viele Menschen, die können Alkohol überhaupt nicht vertragen und haben diese sogenannte Säufernase. Also da kann jemand fälschlich in Verruf kommen, vielleicht weil die Vorfahren über Generationen zu tief ins Glas geschaut haben und man selber hat mittlerweile dadurch die Vererbung einen derart miserablen Stoffwechsel vererbt bekommen, dass man mit den Folgen zu tun hat. Ja. Den kann man mit Natriumsulfuricum helfen. Und Natriumsulfuricum wirkt hauptsächlich auf den rückführenden Stoffwechsel. Das ist für die Wiederverwertung abgebauter Zellen ganz wichtig, denn
Es werden ja am Tag an die 500 Millionen oder nee, Milliarden neuer Zellen gebildet und im gleichen Maße auch abgebaut. Und in jeder Sekunde 50 Millionen neue Zellen und 50 Millionen alte werden abgebaut. Und Natriumsulfuricum bringt die zum Zerfall. Und dann das, was wiederverwertet werden kann, wird dann der Wiederverwertung zugeführt. Und was ausgeschieden werden muss, also ausgeschieden. Und dann ist es für den Zuckerstoffwechsel von großer Bedeutung. Es hat aufzubauen die Blasen- und Dickdarmnerven. Es ist für den Zuckeraufbau wichtig in der Leber. Es ist für die Gallenbildung wichtig und für die Ressourcenbereitstellung, für die Zellerneuerung, also für die Bildung neuer Zellen. Da ist Natriumsulfuricum ganz besonders wichtig. Und im Betrieb ist Natriumsulfuricum vor allen Dingen wichtig, altersschwache Zellen abzubauen. Es ist eben auch für den Zuckerstoffwechsel, eben Zucker abzubauen, für den Gallenfluss wichtig und für die gesamte Energiegewinnung. Bei der Reinigung Zuckerabbau und eben ausscheidungspflichtige Stoffwechselprodukte dann der Ausscheidung zuzufügen, führen und dann auch Alkohol abzubauen. Und bei einem Mangel an Natriumsulfuricum stellen sich sehr schnell schwere Stoffwechselstörungen ein. Durchfall, Erbrechen zum Beispiel. Auch Diabetes kann auftreten durch diesen Mangel an Natriumsulfuricum oder eine Virusgrippe oder eine Hepatitis oder eine Pankreatitis, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse oder eine Gelbsucht. Und Natriumsulfuricum ist das Mittel der ersten Hilfe bei Erfrierungen. Und dann kommen wir zur Nummer 11, zu Silicea. Und Silicea hat einmal als antlitzdiagnostisches Anzeichen den Glasurglanz. Und der Glasurglanz ist ein polierter Glanz. Der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer polierten Glatze. Und auftreten tut dieser Glasurglanz vor allen Dingen auf der Nasenspitze und breitet sich dann über den ganzen Nasenrücken aus, kann sich am Kinn zeigen oder im Bereich der Stirn oder bei manchen Menschen auch auf den Wangen. Niemals in der Augenpartie. Dieser Glanz ist nicht wegwischbar, ist hochpoliert und die Haut wirkt dann meistens wie gespannt und eben wie eine Glatze. Der wird übrigens immer dann bei Menschen, die zum Beispiel von Kameras aufgenommen werden, die werden dann für das Gesicht bepudert, damit das Licht nicht so reflektiert durch diesen Spiegel, der dann sich auf der Gesichtshaut zeigt. Da braucht man nur eigentlich Silicea einnehmen, dann verschwindet der eigentlich ganz schnell. Das zweite antlitzdiagnostische Anzeichen sind Lidhöhlen. Und Lidhöhlen sind ein Bindegewebsschwund am Oberlid. Und das müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie also praktisch einen Bindegewebsschwund zwischen Augenbraue und Augapfel haben, wo sich dann hier am Oberlid das lockere Bindegewebe zurückbildet und dann mehrere Zentimeter tief in die Augenhöhle sich zurückzieht, sodass wir dann eine Hohläugigkeit haben. Das hat nichts mit Schlupflidern zu tun, sondern das ist wirklich ein geöffnetes Lid, eine richtige Höhle, wo man praktisch hineinschauen kann. Und Silicea wirkt hauptsächlich auf die Bildung des Bindegewebes. Es ist
für das Nervensystem wichtig und für die Schutzorgane. Und aufzubauen hat Silicea das Grundgerüst des Bindegewebes. Es hat Gehirn- und Nervenzellen zu bilden, Muskelzellen, Oberhaut und Haare wie auch Nägel, also Fingernägel und Zehennägel. Im Betrieb ist es wichtig zur Regelung des Systems der Grundregulation im Bindegewebe, was für das Fließgleichgewicht und auch für unsere Gesundheit von besonderer Bedeutung ist. Und es regelt den osmotischen Druck und die Leitfähigkeit der Nerven. Und Silicea hat zu reinigen sämtliche Hohlräume von Ergüssen, also Ergüsse ins Gewebe, in Hohlorgane, Eiter hat es abzubauen, Harnsäure und auch Fremdkörper zur Ausscheidung zu bringen. Bei einem Mangel an Silicea haben wir gereizte Nerven, Licht- und Geräuschempfindlichkeit, Schreckhaftigkeit, Zuckungen, Ticks und dann Schwindel, Schlafstörungen. Diese Schlafstörungen, das heißt, die Menschen können nicht erquickend schlafen. Sie schlafen 10 Stunden und haben das Gefühl, nur 2 oder 1/2 Stunde oder gar nicht geschlafen zu haben. Und dann haben wir durch den Mangel an Silicea sehr häufig Haarausfall, brechende Fingernägel und auch welkende Haut. Ja, und damit bin ich mit meinem Vortrag fertig und stelle mich jetzt Ihren Fragen.